417, ja, hat einen sechszylinder Motor, Hauptding ist ein bisschen höheres und ein bisschen verlängertes Fahrerhaus. Die Rückwand wurde etwas nach hinten geschoben und dann vom Einbruch aus. Ja, und jetzt macht er als erster den Kreis. Nimm mal den Fahrradfahrer. Hallo, gehst du mal runter. Fahrradfahrer soll bitte den Kreis verlassen. Am besten das Fahrrad rausstellen. Du kannst nicht schnell genug reagieren. So, er wird jetzt von hinten kommen. Hier gut so, kann man viel erzählen. So, und die zwei Tore fährt auch rein, theoretisch ist auch, wir holen uns los. Also es ist ein praktisch ein Winterprofi. Jetzt hat er jede Kommune für Schnitzelfahrer, für Straßenkontrolle, für Zeigerfahrer, für die Probleme haben. Die Frage auf, wie lange das noch geht. Da stehen noch zwei Fahrzeuge vorne. Wir haben eine Runde gehabt, das war gut reagiert, der wollte hinten ran. Hätte aber nicht wegrutschen können, weil dort ein Ball ist. Der hätte sich dann angelegt. Aber ist ein bisschen. Weil der andere Einbohrung nicht.
muss erst sofort die Bremse lösen. Also wir waren jetzt hier wie hast du die Situation, wo er einen leichten Kopfstand gemacht hat? Was hast du dir gedacht? Und was hast du dem Fahrer zugerufen? Du warst ganz baff, da will ich dein Puls gewissen hören. Ja. Also das war für mich jetzt eine schöne Sache, das zu sehen. Und was mir auch gefällt, ist die absolute Ehrlichkeit. Dann noch ein kleiner Tipp vom zweiten Durchgang. Allrad im Gelände immer oder ganz im Gelände. Beifahrer.